Kanzlerin im Anti-Malware-Thema wird uns jetzt eine Lösung präsentieren. Wie kann ich das in virtualisierten Umgebungen noch effizient durchführen? Und zwar interessanterweise nicht nur für das Thema bezogen auf eine ganz bestimmte Virtualisierungsumgebung, sondern egal welche Umgebung ich einsetze. Das heißt, Ihnen bleibt die Wahl zwischen dem Virtualisierungsumgebung, die Sie am liebsten einsetzen. Und Sie sind trotzdem, wenn wir die Ratschläge von Herrn Avram befolgen, immer bestens geschützt. Bitte schön. Danke. Hallo und herzlich willkommen zu der Bitdefender-Präsentation. Mein Name ist Christian Avram. Ich bin Sales Engineer und technischer Trainer bei Bitdefender. Und ich werde Ihnen heute eine Lösung vorstellen und einen neuen Ansatz, wie man virtualisierte Umgebungen absichern könnte. Und wir reden hier über alle virtualisierten Umgebungen, also nicht nur VMware, sondern auch Citrix Zen, Microsoft Hyper-V, Oracle VM, Red Hat Enterprise Virtualization und so weiter. Und nicht nur Windows virtuelle Maschinen, sondern auch Linux oder sogar Solaris virtuelle Maschinen. Ich habe ein paar Einführungsslides, um in dieses Thema Virtualisierung reinzukommen. Unternehmen heutzutage erleben Konkurrenz von untraditionellen Spielern auf dem Markt. Und sie bemühen sich in dieser digitalen Ära neu zu positionieren. Die größten Stärken, die heutzutage den Wandel im IT-Bereich definieren, sind Cloud, Big Data, Mobilität, Sicherheit und je nachdem, wen man fragt, vielleicht auch Social Networking. Die Administratoren im Unternehmen, die IT-Admins, die versuchen sie den Wandel in mehreren Bereichen zu verwalten. Von Laptops oder Desktops zu Smartphones oder Tablets, von physischen Rechnern zu virtuellen Maschinen, von LAN zu Public Cloud oder zu Private Cloud. Und in diesem Wandel spielt Virtualisierung dann eine sehr große Rolle. Heutzutage ungefähr 50% aller Unternehmen weltweit benutzen Virtualisierung. Und man kann besonders starke Wachstumsraten in den kleinen und mittleren Unternehmen sehen. Also die beginnen auch Virtualisierung anzunehmen. Vor allem Servers werden virtualisiert. Das Problem ist, dass man in diesem Wandel die Sicherheit vergisst. Und man benutzt genau dieselbe Lösungen, die man auf physischen Rechner hatte, auch in den virtualisierten Umgebungen. Das heißt, sehr oft sehen wir IT-Admins, die eine traditionelle Anti-Malware-Lösung in virtuellen Maschinen installieren. Von der Sicherheit her ist das nicht unbedingt falsch, denn man musste schon virtuelle Maschinen genauso schützen, wie wir unsere physischen Rechner schützen. Aber von der Ressourcenverbrauch-Gesichtspunkt ist das ein großer Fehler und wir werden genau sehen, wieso. Das Problem, das wir heutzutage haben, ist, dass Cyberkriminelle sich an neue Umgebungen sehr schnell anpassen. Die haben keine Einschränkungen, also keine Gesetze wird sie einschränken. Die erstellen Malware für neue Umgebungen viel schneller, als Anti-Malware-Lösungen diese Umgebungen schützen können. Wir sehen, heutzutage für Smartphones haben wir eine Menge Malware, sogar für iOS-Geräte, obwohl Apple immer sagte, iOS ist sicher und es brauchte keine Sicherheitslösung. Es gibt monatlich 14 Millionen neue Malware im Internet und das heißt ungefähr 300 neue Malware-Dateien pro Minute. Also, wenn wir denken, dass hier meine Präsentation 15 Minuten dauert, das heißt, im Internet erscheinen während dieser Zeit ungefähr 4500 neue Malware-Dateien. Und wir merken vor allem einen Tsunami an neue Malware-Dateien anfangs 2011 oder 2012. Es war auch der Punkt, als Cyberkriminelle entdeckt haben, dass sie mit Malware sehr schnell an sehr viel Geld ankommen könnten. Und trotzdem sagt man, dass Anti-Malware ist tot. Das hat übrigens der Vizepräsident von Symantec im Mai 2014 gesagt und er hatte recht. Also traditionelles Anti-Malware ist tot. Also Anti-Malware, das nur auf Signaturen basiert. Mit Signaturen kann man heutzutage nur ungefähr 50% aller Malware-Dateien entdecken. Für den Rest der 50% braucht man dann proaktive Entdeckungstechnologien. Das ist, was Bitdefender auch anbietet. Also wir machen nicht nur Sandboxing, wir schauen uns nicht nur das Verhalten der Malware-Dateien an, sondern wir machen auch Prozessanalyse in Echtzeit und
wir benutzen auch neurale Netzwerke und künstliche Intelligenz, um Zero-Day-Malwares und Advanced Persistent Threats zu entdecken. Unser Thema heute ist aber Schutz für Virtualisierung. Und die Lösung, die Bitdefender für Unternehmen anbietet, heißt Gravity Zone. Die Gravity Zone-Lösung bietet mehrere Sicherheitsdienste an. Also neben Schutz für Endpunkte, Schutz für mobile Endgeräte und Schutz für Exchange-Postfächer bieten wir den Dienst Security for Virtualized Environments. Und das ist der Dienst, das uns heute interessiert. Also damit kann man jedwelche virtualisierte Umgebung absichern. Wie gesagt, nicht nur VMware, vielleicht manche von Ihnen kennen auch die VShell-Komponenten von VMware. Damit sind wir voll kompatibel, aber wir brauchen diese VShell-Komponenten nicht unbedingt. Wir können auch Citrix Zen, Microsoft Hyper-V-Umgebungen, Oracle VM, Red Hat Enterprise Virtualization mit KVM Hypervisor und wir schützen Windows, Linux oder Solaris virtuelle Maschinen. Mac könnten wir auch schützen, aber ich habe keine Macs virtuelle Maschinen bis jetzt gesehen. Die Lösung selbst wird als eine virtuelle Appliance geliefert. Das heißt, wir liefern nicht ein Kit, das man unter einem Windows Server installieren müsste, das man an einer Datenbank verbinden müsste. Nein, wir liefern eine virtuelle Maschine als Verwaltungsserver. Diese Maschine basiert auf einem Linux Ubuntu Betriebssystem. Darauf befinden sich schon die Verwaltungskomponenten der Lösung. Also das ist eine vorkonfigurierte Appliance. Die musste man nur in einer virtualisierten Umgebung importieren und einschalten. Und wir haben schon den Verwaltungsserver. Es dauert meistens länger, diese Appliance herunterzuladen, als die zum Laufen zu bringen. Dann öffnen wir einen Webbrowser und verbinden uns an der IP-Adresse dieser Appliance. Und wir haben schon die Verwaltungskonsole. Die Konsole erlaubt uns, mit dem vCenter-Server zu integrieren, mit dem Zen-Server im Falle von Citrix. Wir können uns auch mit Active Directory synchronisieren. Und dann können wir einfach die Lösung auf virtuelle Maschinen oder physische Rechner ausrollen. Dieselbe Lösung gibt es auch mit einem Cloud-Verwaltungsserver, also für Kunden, die lokal keinen Verwaltungsserver haben möchten, bieten wir die Lösung auch mit einem Cloud-Verwaltungsserver. Der befindet sich dann in der Bitdefender Cloud. Benutzer brauchen dann nur einen Webbrowser und damit können sie sich an dem Cloud-Verwaltungsserver verbinden. Unser Client ist ein Unified Client. Wir nennen es Unified Client, weil die Client-Lösung, die kann man auf Servers, Desktops und Laptops installieren, die kann man auf physische Rechner oder virtuelle Maschinen installieren und denselben Client können wir auf Windows, Linux oder Mac-Betriebssysteme installieren. Und was sehr interessant bei Bitdefender heutzutage ist, die drei Scan-Methoden, die wir anbieten. Local Scan empfehlen wir nur für physische Rechner, das ist traditioneller Anti-Malware, also das, was auch andere Hersteller anbieten. Die Scan-Prozesse sind lokal auf dem Rechner installiert, die Signaturen befinden sich auch lokal auf dem Rechner. Ressourcenverbrauch ist hoch, egal ob jetzt Bitdefender oder eine andere Lösung. Dann, Scan-Engines mit Hybrid-Scan, die benutzen meistens die Bitdefender Cloud-Servers, um Dateien zu überprüfen. Wir haben immer noch lokale Scan-Engines, aber die werden nicht mehr so oft benutzt, weil meistens schicken wir Anfragen zur Bitdefender Cloud, um Dateien zu überprüfen. Aber der Client mit Hybrid-Scan benutzt ungefähr mit 50% weniger Ressourcen als der Client mit Local-Scan. Wir empfehlen aber, diesen Client zu benutzen auf Rechnern, die Internetverbindung haben. Und die beste Lösung, die wir anbieten, ist eigentlich der Client mit Central-Scan. Das ist genau die Lösung, die wir eigentlich auch für virtuelle Umgebungen anbieten. Bei Central Scan wird lokal nur ein Treiber-Paket installiert. Dieser Treiber enthält einen File-System-Treiber und der verbindet sich dann über TCP/IP zu einem zentralen Scan-Server. Dieser zentrale Scan-Server wird auch als Appliance geliefert, ist eine Linux-Maschine, Linux Ubuntu. Darauf befinden sich die Scan-Engines von Bitdefender. Das heißt, lokal in der virtuellen Maschine müssen wir keine Scan-Engines mehr installieren. Wir brauchen keine Signaturen lokal und Ressourcenverbrauch liegt im Durchschnitt bei ungefähr 10 MB Arbeitsspeicher, egal ob Desktop oder Server, virtuelle Maschine oder Rechner. Alles wird zentral gescannt. Der Security-Server kann auch 200 Rechner scannen. Das ist unsere Empfehlung, man sollte nicht mehr als 200 Maschinen an einem Security-Server verbinden. Wenn wir mehr haben, dann einfach zwei, drei Security-Servers ausrollen.
Der benutzt in der Regel 2 GB Arbeitsspeicher und 2 CPUs. Aber wie gesagt, er kann bis zu 200 Maschinen absichern. Der wird auch die einzige Komponente sein, die Aktualisierungen bekommt. Lokal auf dem Rechner oder virtuelle Maschine brauchen wir keine Aktualisierungen mehr, also keine Signaturen. Wenn eine Maschine zum Beispiel für einen Monat lang ausgeschaltet bleibt, wir schalten die nach einem Monat an, die ist von der ersten Sekunde mit den letzten Signaturen geschützt, denn die befinden sich zentral auf dem Sicherheitsserver. Und dann, in einer virtualisierten Umgebung, könnte unser Ansatz so aussehen, wie hier rechts auf dem Slide. Im traditionellen Ansatz installiert ein Administrator in jeder Maschine ein Scan Engine. Wie gesagt, von der Sicherheit ist das okay, aber Ressourcenverbrauch wird sehr hoch sein, weil wir haben Scan-Prozesse in jeder Maschine und die nehmen Ressourcen vom Host ab. Zusätzlich braucht man dann Signaturen in jeder Maschine. Die muss man lokal herunterladen und installieren. Und sehr oft werden diese zum gleichen Zeitpunkt installiert. Und das gibt mir einen sehr hohen Ressourcenverbrauch auf dem Host, wenn man diese Aktualisierungen installieren müsste. Snapshots kann man nicht mehr so einfach benutzen. Wenn ich eine Maschine zu einer Snapshot zurücksetze, dann verliere ich die Signaturen, die in der Zwischenzeit heruntergeladen wurden. Und deshalb empfehlen wir den Kunden den Bitdefender-Ansatz. Hier benutzen wir einen zentralen Scan-Server. Lokal in den Maschinen installieren wir nur einen File-System-Treiber. Signaturen werden nur auf dem Security-Server heruntergeladen. Und dieser Scan-Server scannt eine Datei nur einmal für alle Maschinen, die er schützt. Also Scan-Deduplizierung ist diese Funktion. Also wenn zum Beispiel eine Datei schon gescannt wurde, Security-Server merkt sich diese Datei, sodass wenn ich dieselbe Datei auf anderen VMs öffne, die wird nicht mehr gescannt, denn wir wissen schon, dass diese Datei infiziert ist oder eben nicht. Und dann, wie gesagt, mit Visual sind wir voll kompatibel. Vielleicht manche von Ihnen kennen Architektur nicht unbedingt, weil Visual hat ein paar Nachteile. Zum Beispiel, es gibt keine Redundanz im Falle der Visual-Architektur. Wenn der Security-Server nicht mehr verfügbar ist, dann bleiben die VMs auf dem Host ungeschützt. Und das ist ein Problem von Visual, weil Visual kann sich nicht automatisch an einen zweiten Security-Server verbinden. Und Visual scannt nur den Dateisystem, aber Prozesse und Arbeitsspeicher nicht. Und deshalb empfehlen wir meistens die Multiplattform-Architektur. Heißt Multiplattform, weil sie mit jedwelcher virtualisierten Umgebung kompatibel ist. Damit können wir auch Prozesse scannen und Redundanz wird gewährleistet. Man braucht nicht einmal einen Security-Server per Host. Ich brauche einen Security-Server für je 200 virtuelle Maschinen. Und ich kann den Treiber mit Central Scan gleichzeitig an mehreren Security-Servers verbinden. An 2, 3, 4, 10, egal. Wenn ein Security-Server nicht mehr verfügbar ist, ist das überhaupt kein Problem für meine Umgebung, denn ich habe immer noch einen zweiten oder einen dritten Security-Server. Also Redundanz ist auch gewährleistet. Und sehr schnell könnte ich Ihnen jetzt auch die Lösung zeigen. Wie gesagt, wir liefern die als eine virtuelle Appliance. Also das ist die einzige Datei, die man für die Gravity Zone-Lösung braucht. Diese müsste man in einer virtualisierten Umgebung importieren. Das habe ich hier schon gemacht. Die Appliance basiert auf einem Linux-Betriebssystem, hat aber eine Oberfläche, also man braucht eigentlich keine Linux-Kenntnisse. Und dann öffne ich einen Webbrowser und verbinde mich an der IP-Adresse dieser Appliance. Und das gibt mir die Verwaltungskonsole. Von hier aus kann ich mich mit Active Directory synchronisieren, mit vCenter oder Zen-Server und ich kann den Client dann einfach ausrollen. Den Sicherheitsserver, den Sie hier sehen, mit einem Bitdefender-Symbol, den werde ich auch von der Verwaltungskonsole ausrollen, direkt in der virtualisierten Umgebung, je nachdem, wie viele virtuelle Maschinen ich benutze. Die Scan-Servers muss man nicht lizenzieren, also wenn ich einen benutze oder 10 oder 100 Scan-Server, ist das egal von der Lizenzierung her. Und wie gesagt, alles verwaltet man von der zentralen Konsole. Für mehr Informationen warten wir auf Sie auf unserem Stand 562 und ich kann Ihnen die Lösung dann auch ausführlich vorstellen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke. Ja, vielen Dank. Also wir haben gelernt, Sie können virtualisieren, so viel Sie wollen. Hauptsache, Sie schützen sich intelligent gegen Malware. Und ich habe vorhin das Beispiel vom Gartenzaun.